So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute ist ja der Terror wieder nach Europa gewandert. Die Anschläge in Brüssel sind ja wirklich schrecklich. Doch der DAX hat es jetzt hier dann wieder warten schnell verarbeitet und hat sich zurückgekämpft. Wenn man hier jetzt den Stundenchart anschaut, im Tief war er schon bei 9.765 Punkten und im Hoch sogar wieder bei 9.915. Hat also 150 Punkte vom Tief wieder gut gemacht. Er liegt noch im Minus, aber nichtsdestotrotz ist es hier alles unschön, was zurzeit in der Welt passiert. Aber gut, jetzt muss man sich hier wieder auf den Chart konzentrieren. Das ist ja hier meine Aufgabe. Also im DAX sind ja aktuell keine Positionen am Laufen, also keine direkten. Indirekt dann jetzt über die Fresenius-Aktie und ja auch über Evotec und Morphosis. Hier bleibe ich jetzt sowieso heute. Wird hier definitiv keine neue Position aufgenommen. Und dann schauen wir eben gleich mal zum Dow Jones. Schalte ich mal kurz um auf die JFD-Indikation. Was sich jetzt hier heute bislang gebildet hat, eine schwarze, leichte Hammerkerze. Und ist jetzt hier wieder an der Linie mit dem Tageshöchstkurs abgeprallt. Und der Tiefskurs lag hier an der eingezeichneten Widerstandsband. Gut, hier bleibt auch das zweite Shortlimit heute noch aktiv. Der Stopp bleibt hier oben. Und muss man jetzt mal abwarten, wie sich sowieso die Situation sich ergibt hier im Wochenchart. S&P 500 Index war ja noch möglich, dass er hier die Oberkante eben erreicht, ist auch weiterhin noch auf dem Plan, deswegen liegt auch der Stopp so weit weg. Und Umkehrsignale gibt es aktuell natürlich 4 Stunden aufwärts nicht, vielleicht im Stundenchart, aber so ein S&P, wenn es so ein Swing ist, sollte er eben auch im Tageschart dann passen. So, dann schauen wir zu den aktuell laufenden Setups. Das sind jetzt ja doch einige aktiv. Eins wird dann noch vielleicht beendet, einfach Gewinnmitnahme. Auf jeden Fall die Hälfte der Position dann von Morphosis. Aber fangen wir erstmal mit dem Währungspaar an. Australische Dollar, US-Dollar. Hier ist weiter angedacht, noch eine weitere Long-Position zu kaufen, aber nicht zu dem Level oder halt nicht zu dem aktuellen Level. Chevron liegt hier leicht im Plus, sollte aber hier lohnt sich natürlich noch keine Gewinnmitnahme. Es lohnt sich denn frühestens, wenn jetzt hier waren ja rund 3 Dollar Risiko dabei, also frühestens, wenn der hier etwa bei 93 Dollar der Kurs auf 93 Dollar Marke auftrifft, dass hier dann Teilverkäufe möglich sind. Silber ist ja durch den bisschen Chaos wieder weiter nach oben gegangen, aber hier ist auch weiter unten noch eine Long-Position angedacht. Twitter tritt auf der Stelle. Der Stopp ist aber hier relativ eng. Evotec konnte gestern eine bullische Kerze hinlegen, heute zunächst mal gleich bis 3,40 angestiegen. Das zweite Limit
würde jetzt hier nicht erreicht, wäre frühestens bei 3,10 eben gewesen. Der Stopp bleibt im Moment noch hier unten, man könnte ihn aber auch schon auf 3,15 anheben. Gold ist nicht in die Kaufzonen eingedrungen und hier beim Morphosis ist der 4-Stunden-Chart, der Stopp wurde ja hier angehoben, glücklicherweise hat hier der Stopp dann gehalten. Ich habe dann noch gesagt, auch schon bei der Eröffnung des Setups bei 43, würde ich gerne die Position geben. Jetzt erreicht die Aktie dieses Kursniveau wieder, deswegen wird jetzt hier dann die Hälfte verkauft. Hier lag es nahezu in der Punktlandung. Auch gestern wurde es ja im Video erwähnt. Also vorher. Ja, das Low lag bei 60,17. Kauflimit 60,20. Also ist hier das Szenario aktiv. Und womöglich hat man jetzt hier wirklich das absolute Tief erwischt. Der Stopp bleibt natürlich erst noch hier unten über die nächsten 2-3 Tage. Und dann wird man sehen. Wie gesagt, es sind jetzt relativ viele Setups aktiv. 5 bis 6. Mehr wollte ich definitiv nicht am Laufen haben, damit es eben nicht zu unübersichtlich wird. Und deshalb wird jetzt hier auch sowieso Morphosis Gewinne mitgenommen, vielleicht auch komplett. Aber da die anderen Setups, sage ich mal, auch im Gewinn sind, schau gerade mal, gut, die Dow-Position ist minimal im Minus, die Short-Position. Und sonst Chevron ist im Plus, Evotech ist im Plus, die Twitter plus minus 0, Fresenius schon im Plus und auch hier die Morphosis ja sehr gut im Plus. Deswegen will ich eigentlich nicht die Setups frühzeitig beenden, aber hier die Morphosis bietet sich auf alle Fälle an. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.